So Leute, neues Video auf meinem Kanal Saarland TV. Heute vor 42 Jahren war die letzte Eisenmelze auf dem Neunkircher Eisenwerk und somit erlosch der letzte Hochofen. Viel Spaß mit dem Video. Allerdings ist das ein kleines Erinnerungsvideo. Aber ich dachte, daneben sind man noch so ein paar Reste. Beziehungsweise am Abstich noch, wo das Eis rausgeflossen ist. So, das so ist auch der Hochofen 2, das war der letzte, wo es damals außer Betrieb ging. Das sind die Winderhitzer zum Hochofen. Und wenn ich überlege, fast 400 Jahre ist in Neunkirchen Eisen geschmolzen worden. Das ist noch so eine Seitenansicht vom Hochofen 2, also Hochofen 2, wie schon erwähnt, der wo vor 42 Jahren stillgelegt war. Das Kind, die Winterhitzer sind mit dem Hochofen 2 gehört haben. Weil zwischen Hochofen 2 und Hochofen 6 stand ja noch welche. Noch vier Hochöfen, die damals abgerissen worden sind. Neunkircher Eisenwerk hat praktisch auf 6 Hochöfen gefahren. War schon einiges. So, ich muss das so jetzt hochkant nehmen. Sonst kann ich ein Autokennzeichen drauf und das muss schon jetzt gerade sein. Ja, und das Tor ist übrigens noch eine Eisenpfanne. So, das ist da hoch oben bei der Winterhitzer. So, hier sind wir am Hochofen 6 und ebenfalls am Abstichloch. Rechts im Bild die Bohrmaschinen. Wenn es so weit war, ist das Abstichloch aufgebohrt worden und so lief das Roheisen aus dem Hochofen. So, und so hat man das Ganze besser im Blick. Übrigens, das ist der älteste Hochofen, Hochofen 6. Und da vorne, der ist noch nicht so alt. So, und das sind die zugehörige Lokomotive, die ebenfalls auf dem Neunkircher Eisenwerk gedient haben. So, das ist der Wasserturm, der ebenfalls zum Eisenwerk gehörte. Das ist, glaube ich, doch getrennt oder sowas. Also oben sieht man, da war halb vier ganz schnell drauf gepasst. Wieder vor der Absperrschiebe. So, das sind die Winterhitzer. Zu dem Hochofen 6 gehöre. Und auch da ist der Kamin. Und so auch noch das Zahnradtechnik. So hat man praktisch drei Werksgruppen, sowie den Wasserturm, Winterhitzer und Hochofen 2. So, jetzt noch mal ein Blick über die Anlage, Öfe, Winterhitzer, Schornstein. So, im Hintergrund noch ein Blick zu der Gebläsehalle.
Das ist doch ein 20-Einer-Schienes Panorama. So Leute, das war's mal mit dem Video. Anlässlich zu dem Essenwerk, wo damals stillgelegt wurde, ist vor 42 Jahren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Denn fit, munter und gesund und haut rein. Bis zum nächsten Video. Bye bye.